Guten Morgen, ihr Lieben. Was für ein Morgen. Es regnet wie in Strömen. Und trotzdem wollen wir gleich eigentlich mit dem Fahrrad fahren, haben wir uns so vorgenommen. Weil zwischendurch soll es mal aufhören, irgendwie zu regnen. Max ist schon los mit dem Rad. Er hat so eine trockene Phase abgewartet, wo es halt eben nicht geregnet hat. Und jetzt gießt das wie in Strömen. Das ist richtig eklig. Bah. Man mag es so gar nicht raus. Ich neige es dazu, irgendwie erst mit dem Auto zu fahren, ne? Aber eigentlich müssen wir mit dem Rad los. Ein bisschen Bewegung. Esch ist oben und macht sich fertig und Adrian auch. Und nachher möchte ich gerne noch einmal los, weil nämlich Esch in ein paar Tagen Geburtstag hat, noch irgendwie super Kleinigkeiten zu besorgen für ihn, für den Geburtstagstisch. Und dementsprechend für die Schule, weil ich glaube, noch wird was verteilt am Geburtstag. Das heißt so vielleicht ein paar Haribo-Tütchen oder so. Mal gucken, was ich da so finde. Ich weiß es nicht. Irgendwann in bestimmten Klassen hört es wohl auf. Aber ich glaube, jetzt fünfte noch ja. Das heißt, ich hole jetzt mal die ganzen Sachen von unten, auch meine Regenjacke. Dann nur mal bei Regen raus. Man neigt echt dazu, jetzt dann doch mit dem Auto zu fahren, ne? Denn wenn wir da jetzt gleich ankommen, sind wir klitschepatsche nass. Aber vielleicht hört es auch nicht auf. Mal gucken, wir haben noch 10 Minuten Zeit. So, es wird sich hier fertig gemacht. Stimmt's? Schneller, schneller, schneller. Mhm. Guten Morgen. Mhm. Komm, so lange. Guck mal, die Sonne kommt gleich raus. Es ist hell. Gleich. Gleich. Ich bin beim Einkaufen. Wir müssen einmal ganz kurz zu Aldi, dann zur Rewe. Und noch ist es trocken. Also jetzt hatten wir Glück gehabt und sind nicht nass geworden. So, wir sind hier schon mal bei den Süßigkeiten. Und ich würde ganz gerne diese Tütchen hier nehmen. Die nehme ich einfach mal zwei Stück. Die kann er verteilen dann. Die habe ich jetzt für seinen Geburtstagstisch und dann brauche ich noch irgendwie eine Packung von irgendwas Losem, was ich so darauf legen kann. Ich nehme die. Genau. Wir sind jetzt mittlerweile schon bei Rewe und ich habe schon mal Zuckerguss geholt, für, also Puderzucker für Zuckerguss zum Anrühren. Und die Kinder lieben ja Zitronenkuchen, ne? Das heißt, ich werde jetzt einmal hier Zitronenkuchen mal mitnehmen. Das nehme ich mal mit. Das ist immer so ein Lieblingskuchen von denen. Genau. Schlagsahne braucht man dafür. Muss ich mal Schlagsahne suchen jetzt. Guckt euch das mal an. Die Prachtblüten. Das ist ja krass. Da auch. So, wir wollen jetzt einmal im Trockenen nach Hause kommen. Gerade eben hat es geregnet wie sonst was, ne? Und jetzt haben wir, glaube ich, Glück und kommen trocken nach Hause. Alles voll. Mein Dings, mein Korb ist voll. Hier mein ist Dings was. Ist auch mein voll. Dings. Dein Korb ist auch voll. So, jetzt geht's auf jeden Fall nach Hause. So, mit meiner Computerarbeit bin ich jetzt fertig. Das heißt, ich glaube, ich schon 3 Stunden fast ein Video geschnitten. Das kommt heute online. Und jetzt bin ich gerade dabei, einmal Mittag vorzubereiten. Und zwar habe ich ja noch Reste von gestern. Und was ich damit dann zaubere, zeige ich euch einmal jetzt. Er ist schon zu Hause und Max kommt auch schon bald. Das sind die gestrigen Zucchinis, die jetzt übrig geblieben sind und dann hatte ich ja noch Hack über und heute habe ich die rote Paprika einmal geschnitten, also halbiert und befüllt und jetzt kommt nochmal Käse drüber. So, und das kommt jetzt nur noch einmal in den Backofen. Guck mal nach draußen, das ist so eklig. Es gießt und gießt und gießt. Wahnsinn. Mal scheint die Sonne und dann ist wieder Regen angesagt. Richtig ungemütlich. So, das Essen ist im Backofen und ist auch schon bald fertig. Ich habe das jetzt bei 180 Grad reingestellt. Und Mittagessen ist fertig. Max ist nämlich da, müssen wir im Moment warten. Ich muss ihn mal kurz mal anschreiben, wann er kommt. Aber das duftet sehr lecker nach Paprika. Und schon sitzen wir alle am Tisch. Adrian isst die gefüllte Paprika ohne irgendwas. Esch hat eine Reisgemüsepfanne. Und ich habe noch den restlichen Reis vom letzten, vom vorletzten Mal, esse ich jetzt aber den Rest auf. Und dann nehme ich aber diesmal eine Zucchini von gestern. Genau, und hier, einer fehlt noch, der ist nicht da. Ja, der kommt auch gleich. Ich mache gerade die Kamera aus und Adrian probiert das und sagt, schmeckt dir das gut? Ich weiß nur, dass ich als Kind sowas nicht mochte. Wir haben auch sowas immer gemacht. Aber Paprika haben viele Vitamine, habe ich das schon mal gesagt? Ja, Vitamin C. Guten Appetit zusammen. Das ist jemand kaputt. Mäuschen, sitz mal nicht in den Sauer da. Das muss ich gerade sagen. Sauer. Guten Appetit. Es ist jetzt kurz vor 5.
Kurz nach 5 schon. Also, wie ihr sehen könnt, bin ich gerade nicht zu Hause. Ich bin gerade bei Bauhaus gewesen. Nochmal ein Eimer Farbe geholt für die Hütte, weil mir die Farbe nicht ausgereicht hat. Und ich brauche noch ein paar Kleinigkeiten für Ashs Geburtstag, also für den Geburtstagstisch. Vielleicht nochmal so die Zahlen in Luftballons 1 und 0. Und mal gucken, was ich noch so finde. Und ich brauche für Samstag, da er Samstag seinen Geburtstag mit Freunden feiert, für die Freunde halt eben quasi so einen kleinen Mitbringsel, also beziehungsweise was ich ihm denen so mitgeben kann in so eine kleine, so ein Geburtstagstütchen. Also was sie mit nach Hause nehmen danach. So, ich würde sagen, wir düsen jetzt mal los. Es ist jetzt kurz nach 5 und ich bin alleine unterwegs. Die Männer sind zu Hause, der eine lernt für die Arbeit. Ash wollte irgendwie ein bisschen spielen gehen, genau, nach draußen. Und jedenfalls würde ich mir sagen, jetzt fahren wir einmal zum nächsten Geschäft. Mein erster Halt ist einmal Mediamarkt und zwar brauche ich für Ash gleich einmal so eine Schutzhülle und einmal ein Schutzglas, also Panzerglas oder wie nennt man das, was man vorne drauf klebt. Auf jeden Fall muss ich da einmal kurz mal reindüsen und dann geht es für mich dann auch schon weiter. Und es ist so stürmisch und kalt draußen heute, wirklich. Also ich habe jetzt die Weste an. Ich meine, gut, es sind irgendwie so 16, 17 Grad, aber der Wind ist eisig kalt. Also wir steigen jetzt einmal aus und gehen mal zum Mediamarkt rein. Also ich bin jetzt hier drin. Und die Auswahl ist ja nicht so berauschend. Ich muss jetzt mal kurz gucken, was ich dann für ihn nehme. Ich hatte schon überlegt, hier einfach so in hellblau was mitzunehmen, aber irgendwie weiß nicht, ob er das mag oder einfach ganz normal in schwarz. Dieses beides nehme ich jetzt mit. Einmal in schwarz, ganz schlicht, und einmal das Glas. Das nehme ich einmal ganz kurz für Max mit für morgen, so als kleines Mitgeschenk. Juhu, für Max habe ich jetzt ein kleines Mitgeschenk. Das heißt, jetzt muss ich nur noch einmal kurz für Ash einmal was besorgen. Meine Haare durch diesen Wind, ist alles durcheinander jetzt hier irgendwie gewirbelt. Und genau, also ich fahre jetzt einmal ganz kurz zu Spielewagner, mal gucken, was die da so haben für die Besucherkinder. Und dann habe ich, glaube ich, eigentlich auch schon fast alles da. Genau. Und diese Luftballons in Zahlen, die muss ich noch unbedingt haben. Ich bin hier gerade bei T-Docs und merke gerade hier, die haben so toll umgebaut. Hier, die haben jetzt ganz andere Regalsysteme. Guckt mal, hier sind schon die ganzen Weihnachtssachen. Das ist ja cool. Ist richtig überschaubar, nichts mehr so als Grabsch-Tische hier zu sehen. So. Also Geschenkpapier brauche ich nochmal und genau, hier ein bisschen Deko. So, ich habe hier schon mal ein paar Sachen gekauft. Diese Tütchen habe ich schon mal da. Da haben wir so eine riesen Girlande mit Happy Birthday. Finde ich eigentlich ganz cool. Dann solche Papierbälle, 2 Stück. Luftballons, 2 Stück und die Zahl. Silber gab es leider nicht. Ich bin jetzt bei Spielewagner und irgendwie auf der Suche nach irgendwie was Kleinem oder so für ihn nochmal, aber ich merke, hier ist nichts. Hier sind so viele Spielsachen, aber hier ist alles schon nicht mehr so richtig für ihn, ne? Der sieht auch cool aus. Da sind Orbis drin. Guck mal. Diese kleinen Gelkügelchen. Hier bin ich bei den Sorgenfressern hier. So einen hat er, einen kleinen. Aber nee. Auch nicht so. Lego Playmobil ist auch nicht mehr so angesagt. Er hat noch ein bisschen was. Hier sind ein paar Brotdosen, aber die sind auch irgendwie eher für kleinere Kinder hier, ne? Ich dachte vielleicht eine neue Brotdose oder so für ihn, aber... Guckt mal, wir haben hier so einen Luftballon, 66 cm, 9,99 Euro. Habe ich gerade nicht bezahlt, ne? Ich nehme die dann mit, 3 Stück. Also ich habe jetzt diese Kaugummis mitgenommen, diese Santa Shocks, und die Luftballons, die Zahlenluftballons, die sind so teuer. Ich glaube 86 cm groß wären 12,99 oder so pro Zahl. Ich bin jetzt mittlerweile zu Hause, mein Akku ist nämlich gerade in meinem Auto ausgegangen, ich konnte gar nichts mehr aufnehmen, aber ich bin stehen geblieben. Ich musste einen neuen reinfahren und nicht noch mit dem alten weiterarbeiten. Ich habe nichts gerade ausgetauscht, ich hatte keinen neuen mit. Nee. Ich habe geschlafen. Jedenfalls bin ich ja stehen geblieben bei den Preisen von diesen Zahlenluftballons. Die waren ja der Hammer. Also ich habe, warte mal, bei Wagnis kosten die 12,99 und hier 2 Euro. 10 Euro teurer. Wow. Von wo? 11. Wagner und was? Wagner und Teddy. Ja. Bei Wagnis sind sie 86 cm hoch und hier sogar 695.
Also ich war echt überrascht über die Preise. Na gut, ihr Lieben, so, ich würde sagen, ich beende jetzt mal das Video. Mache gleich nochmal schönen Geburtstagstisch für morgen für Ash, damit ich es morgen früh machen muss. Und Max macht sich gerade was zu essen. Ja. Aber dann nicht da. Wir wollen gleich nochmal unsere Vampire wieder gucken. Wir sind bei der Staffel Nummer 7. Das war richtig cool. Man freut sich immer so auf abends dann, ne? Staffel Nummer 1. Wir sind irgendwie, ja, weil wir so kaputt waren, sind wir die letzten so eine halbe Stunde oder so eingeschlafen und dann fragten wir uns, was war denn da jetzt los? Ach, keine Ahnung, also mussten wir am nächsten Tag eben wieder zurückspulen und da zu Ende gucken. Aber eine coole Serie. So, okay, ich würde sagen, ich mache gleich mal hier so ein bisschen was Schickes für morgen früh. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Dann nochmal Pizza. Ciao. Merkst du auch nochmal Pizza? Der hat sich da den Teller vollgehauen. Der hat sich nur Teller vollgehauen? Den Teller vollgehauen. So. Mit Eiersalat und Co. Also es gibt nochmal Abendbrot gleich. Na gut, bis dann. Jetzt habe ich das Video beendet, ohne euch mal zu sagen oder zu zeigen, was ich für diese Geschenketütchen hier gekauft habe für die Kinder zum Mitgeben mit nach Hause. Also nochmal ganz kurz. Was hoffen jetzt da sehen die Kinder das Jahr? Das kommt ja später. Also, ich habe hier die Flummis mitgenommen. Da freuen sich die 10-jährigen Kinder bestimmt. Dann so ein paar Tattoos zu Halloween passend. Dann Lego-Radiergummis. Ja. Bist du bei irgendwie den 5-Jährigen hängen geblieben? Nein, das sind Radiergummis, das ist doch cool als Lego, oder nicht? Jetzt bei dir mit den irgendwie 3 Maß reinlegen können und Kinogutschein. Ja, das mache ich auch noch. Ach, Kinogutschein, ja, stimmt. Besser als das. So, und ein paar coole Strohhalme mit Kürbissen, ja, auch zu Halloween. Ach, Schnucki. Und Center Shocks. Ja, das ist okay. So, und dann kommen noch ein paar Naschis da rein, also ein paar Süßigkeiten. Apropos, und dann ich muss noch Laubkraft Muffins packen. Stimmt. Damit ich morgen was essen habe. Stimmt. Wenn ihr euch das Gift reinhaut. Tun wir nicht. Ich esse mit dir dein Gift mit. Na gut, ihr Lieben. So, jetzt war es aber auch. Bis zum nächsten Mal und tschüss.